Ja, ich finde auch. Fallout, ich würde eh sagen, New Vegas ist, finde ich, so ziemlich das beste Fallout, mein Lieblings-Fallout. Sogar noch vor Fallout 2. Das ist aber knapp dahinter. Ich meine, ich hatte mit Fallout 4 echt viel Spaß, weil mir eben dieser Baumodus und so wirklich gefällt. Aber ich finde trotzdem eigentlich nicht wirklich ein gutes Spiel. So in vielerlei Hinsicht. Vor allem kein gutes Rollenspiel. Aber es ist ein wirklich schöner postapokalyptischer Siedlungsbausimulator. Zumindest wenn man ein bisschen moddet und rumtrickst, dass man die ganzen Beschränkungen, die im Standardspiel sind, aushebelt. Das Erkunden ist für dich eher der Hauptpart. Ja, ich meine, das finde ich macht Fallout 4 eben deswegen für mich auch sehr gut. Weil das Erkunden finde ich schon auch immer nett, aber das war für mich weder in Skyrim noch in Fallout 3 oder so besonders herausragend. Aber in Fallout 4 macht eben das Looten durch das ganze Bauen so viel mehr Sinn und kriegt so viel mehr Gameplay-Gewicht. Dass es mir in Fallout 4 dann auch mehr Spaß gemacht hat, Gegenden wirklich gut zu durchsuchen, auf der Suche nach guten Materialien und so weiter. So, Mario, wir wissen, wenn wir jetzt da reinspringen, kommt Fake Mario und klaut dir dein Chatbot. Also lass es dir diesmal nicht stehlen, okay? Halt! Super. Geras, Dankeschön fürs Abonnieren. Voll super. Yay! Ach, hast du es nicht selber gespielt? Ah, das ist natürlich dann cool. Also ich meine, da hast du noch was vor dir. Okay. Oh. Jetzt wird meine Batterie auch noch leer. Na super. Aber normalerweise, wenn es einem das zum ersten Mal anzeigt, hat man noch ungefähr 15 Jahre Akku. Hey, extra Leben, immerhin. Ah, der dreht sich überhaupt nicht. Ah, total verwirrend. Der dreht sich überhaupt nicht. Der ist gar kein physikalisches Objekt. Ich dachte, der dreht sich dahin, wo ich mein Gewicht habe. Stattdessen fährt der einfach nur wie so ein langsamer, nerviger Plattform-Trommel-Utensilgerät-Dingens. Ganz genau. Ah, ich hab's versaut. Aber ich glaube, die spawnen wieder, wenn ich kurz warte, oder? Oder? Ja, gut. Nein, ich hasse es schon langsam. Ich glaube, wenn wir das nächste Mal Game Over gehen, mag ich nicht mehr. Du, 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 du.
Ja, aber ich meine, dann hast du es wenigstens wirklich, wie gesagt, noch vor dir. Und irgendwann wird das alles billiger. Und wahrscheinlich kommt Fallout 4 genauso wie Skyrim irgendwann mal für einen Toaster und für alles. Und dann ist es ja immer noch gut. Wird ja nicht schlechter. Oh, Gott sei Dank, hier war die Hitbox echt ein bisschen nett zu mir. Ich meine, das ist auch gar nicht so schlecht, weil man hier wenigstens Zeit hat, gut in die Steuerung reinzukommen und ein Gefühl für den Sunshine Mario zu kriegen. Oh, ich finde das echt, der gibt so Gas und fliegt so. Okay. Ich weiß nicht genau, wie ich mit dem Ding am besten umgehen soll. Ich habe das Gefühl, wenn ich einen falschen Schritt mache, rutscht Mario los und dann sind wir weg vom Fenster. Ja! Oh Gott, Nervenkitzel. Ich kann nicht mehr. Na, da musst du schauen, ob sich das vom Platz ausgeht. So einen ganzen Wohnblock nachbauen wird, glaube ich, schwierig. So, das hätten wir. Und gleich wieder ab. Der Block hat L-Form. Ich glaube, das macht es nicht unbedingt leichter. Ich meine, die L-Form kriegt man hin, aber die Größe. Zumindest wenn du den auch innen ausstatten willst, wird schwierig. Die Außenfassade, die kriegt man wahrscheinlich hin. Ich meine, wie gesagt, mit Mods geht alles. Da muss man nur schauen, dass die Hardware das packt. Da bin ich wirklich so gespannt, ey. Da freue ich mich richtig drauf. Das wird vielleicht so cool. Eventuell, ich werde es versuchen, weil eventuell kann ich auf der PlayStation 5, wenn alles funktioniert, wenn die Mods funktionieren und so weiter, mein PlayStation 4 Safe Game weiterspielen und dann vielleicht sogar echt in der World weiterbauen. Das wäre so gut. Ich würde so gern an der Fallout 4 World weiterbauen, aber leider stürzt die auf der PlayStation 4 halt quasi ab, sobald ich das Gebäude betrete. Und das ist schade. Aber vielleicht kann die PS4 meine World retten. Und dann bauen wir die World so lange, bis die PlayStation 5 abstürzt und warten auf die PlayStation 6. Das ist doch ein guter Plan. Suchen wir jetzt eine Ananas, ist das die Aufgabe hier. Oh, seltsamer Schleim an der Decke. Ah ja, ist wohl irgendwie... Wie bitte funktioniert das, was hier gerade passiert ist? Aber gut. Hallo. Ich wollte gerade sagen, die reagiert anscheinend gar nicht drauf, dass ich reingekommen bin. Aber sie hat gesagt, weil sie es nicht mitgelesen hat, dieses Geschmiere hier überall macht mich total krank oder so ähnlich. Aber weißt du, was mich noch kränker macht? Der Gedanke daran, wie du hier reingekommen bist. Mhm. Hotel Delfinus Mysterium. Hä? Schon wieder? Hatten wir das nicht schon? Hieß die letzte Mission nicht auch so? Wollten die nicht zu Fallout 76 jetzt die Brotherhood of Steel einfügen? Also zumindest gibt es die theoretisch schon als Fraktion. Also man hört zumindest Aufnahmen von denen. Man weiß, dass die in Appalachia waren. Thank you.
Aber Ende des Jahres kommt er nochmal, das stimmt. Ach so, das wurde verschoben. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Wurde auch dann, weil es werden ja anscheinend auch persönliche Instanzen eingeführt. Und das finde ich interessant, dass man dann wirklich in seiner eigenen Instanz bauen kann. Hoffentlich mit einem größeren, wesentlich größeren Baulimit dann. Das finde ich cool. Wurde das dann auch verschoben, zusammen mit der Brotherhood? Das wäre schade. Hey du da, ohne Badekleidung. Ohne Badekleidung. Wo kriegen wir denn jetzt Badekleidung her? Klappern wir mal die Zimmer ab oder so, wenn das geht. Wurde ebenfalls verschoben. Na gut, gut zu wissen. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das ist nämlich ein Feature, das mich echt interessieren würde. Jo, bis gleich. Hallo, habt ihr hier zufällig Badekleidung? Oh, guten Tag. Meine Tür ist nicht verschlossen und hier ist nichts verdächtig. Wie wär's mit einer Runde Blackjack? Von mir aus? Oh, jo, genau. Aha, was haben wir denn hier? Diese Geister machen eine Menge Ärger. Sie sind überall. Warum kommt hier keiner mit einem Schreckweg 0816 vorbei und saugt die für ein für alle Mal weg? Tja, da müsste Luigi jetzt hier sein. Wow. Ich meine, man kann Fallout 76 schon sehr gut alleine spielen. Das zwingt einem jetzt nicht dazu, irgendwie Multiplayer zu spielen. Das nicht eigentlich. Ja, jetzt wurden diese neuen Instanzen eingeführt. Da muss man schon fast oder sollte man schon fast Multiplayer spielen. Das stimmt. Aber das geht schon. Weil du gerade Wasteland DLC geschrieben hast oder Wasteland Update. Wasteland 3 muss ich jetzt mal anfangen, Mensch. Na super, jetzt bin ich wieder hier. Ich weiß nicht, ob ich das wollte, ehrlich gesagt. Gehen wir doch mal hoch. Aber gab es überhaupt einen anderen Weg? Na, schauen wir mal. Das bin ich schon gespannt. Auf Wastelanders 3. Da fand ich ja den zweiten schon ganz cool. Jetzt nicht irgendwie super überragend, aber wirklich ganz cool. Zum Schluss raus wurde es, finde ich, ein bisschen langatmig, aber passt schon. Kommt man da irgendwie durch? Kann ich da, wenn ich Damage booste oder so? Nee, okay. Und wie kann ich die wecken? Mit Wasser scheinbar nicht. Mysteriös. Komisch, komisch. Jo, mach's gut. Ciao, gute Nacht. Lieb wohl. Vielleicht geht's ja einfach aktuell nicht weiter. Noch nicht vielleicht, keine Ahnung. Dann rede ich wohl mal mit den Leuten im Erdgeschoss. Wahrscheinlich haben die wieder einen Tipp für mich. Oder vielleicht sogar sagen die mir gleich, was ich machen muss.
Hotel ist mit einer Selbstschließanlage ausgerüstet. Denn Sicherheit wird hier groß geschrieben. Nur keine Bange. Obwohl, wir haben Schwierigkeiten, uns im Haus zu bewegen. Wir kommen all ihrem Obstwünschen nach. Was darf es sein? Wie bitte? Ananas? Hm. Heute Morgen hatte ich noch welche. Okay, ich muss also wirklich eine Ananas suchen. Das ist wahrscheinlich die Aufgabe. Ich muss Yoshi ausbrüten und Yoshi kann dann wahrscheinlich die Geister auf dem Dach essen. So wird es wahrscheinlich sein. Frag mal den, ob der Ananas hat. Ich würde ja gern mit dir reden. Da. Ein außergewöhnliches Ei kam heute. An wem mag es gehören? Ah, gehört es vielleicht dir, Mario? Legt Mario jetzt? Vielleicht legen in der Mario-Welt alle Eier. Und der Storch? Jetzt macht alles Sinn. Die ganze Mario-Lore, die wir vorher besprochen haben. Jetzt macht es perfekt Sinn. Mario legt alle Eier, aber der Storch brütet die Eier dann aus und liefert die dann, wenn die fertig sind. Das ist ja, ich sehe ganz logisch. Oh. Hallo, willkommen zurück. Der Stream ist leise. Kannst du den nicht lauter machen über irgendeinen Regler? Oder bin ich zu leise im Vergleich zum Spiel, oder was meinst du? Na komm, mach die Tür auf, Mario. Trau dich. Geh an die Türklinke. Oh, schade. Hätte ja sein können. Aha, der Stream insgesamt ist relativ leise bei euch. Interessant. Ist komisch, bei mir schlägt alles ziemlich aus, also... Weiß ich jetzt nicht. Ich kann schon noch ein bisschen... Ich drehe mal ein bisschen lauter noch. Das geht schon noch. Ich habe schon noch Spielraum nach oben. Ein bisschen. So, versuchen wir es mal so. Ah ja, na komm. Perfekt. Das ist immer von Spiel zu Spiel so unterschiedlich, dass ich da immer sehr viel rumregulieren muss. Da kommt schon mal vor, dass dann bei einem Spielwechsel es plötzlich zu laut oder zu leise ist. Es gibt hier keine Ananas. Nirgends. Ananas ist aus. Aber ich habe noch nicht mit der Person hier geredet. Brudo. Brudo. Ey, dieses Funkeln. Das ist das vielleicht eine Insignie der Sonne? Ja, ich glaube schon. Aha. Jetzt bin ich wieder hier, bei ihr. Aha, was sehe ich denn da? Nichts Sinnvolles. Aber Bodenkacheln, das ist vielleicht ein guter Hinweis. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwie was finden. Naja, nicht ganz, was ich gesucht habe, aber die blaue Münze nehmen wir auch. Ja, kein Problem, danke fürs Bescheid sagen, weil das hier bei mir immer nicht so mit, wie das ankommt bei euch. Wenn ich irgendwie in ein anderes Hotelzimmer kommen würde, könnte ich andere Geheimgänge nach oben wahrscheinlich nutzen. Ich sehe hier, weil man irgendwie durch die Map durchglitschen schauen kann, sehe ich sogar die Schächte nach oben. Und da sind Personen drin. Ich müsste im Grunde nur mal gucken, ob ich von ganz unten vielleicht... Ob ich da irgendwo... Vielleicht... Hier so hochkommen könnte.
Ah, Mist, der hat kein Dach. Das macht's schwieriger. Aha, was haben wir denn da oben? Das sind Plattformgeister. Interessant. Zumindest haben die von unten gerade ausgesehen wie Plattformgeister. Aber irgendwie ist es ein normaler Geist. Ich kenne mich nicht aus. Es gibt jetzt noch eine Sache, die ich versuche. Und dann weiß ich nicht mehr weiter gerade. Oh, ich habe kein Wasser mehr. Na, fantastisch. Okay. Was ist mit dir eigentlich? Was bewachst du denn da eigentlich? Entschuldige, aber das Casino hat noch nicht geöffnet. Aha, Casino. Und du? Wer bist du? Ich war überrascht, als ich hörte, es sei ein 4-Sterne-Hotel. Also wirklich, ein Wasserschaden auf der Toilette? Okay, der Wasserschaden auf der Toilette ist quasi der Hinweis. Ich muss in das Haus, in das Gebäude, in das Hotelzimmer. Das Haus-Hotelzimmer-Gebäude-Dingens. So, jetzt, danke. Aber was jetzt? Aha. Okay, irgendwas ist passiert. Aha. Jetzt kommen wir der Sache hier, glaube ich, schon näher. Aber so nicht. Aha. Was denn jetzt? Ach so, ich muss wahrscheinlich das alles umdrehen, ne? Damit das wahrscheinlich... Nee, 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 immer noch nicht. Nee, genau, das da. Ja. Danke. Okay, wo sind wir denn jetzt gelandet? Hallo. Warte einen Moment, wo kommst du her? Ich rufe nach Hilfe. Das Hotel hat schon verdächtig viele seltsame Geheimgänge und sowas, ne? Was für eine Art Hotel ist denn das hier? Das erinnert mich an so eine Doku, die ich mal gesehen habe über so ein Massenmörderhotel. Ich krieg ein bisschen Angst. So. Und jetzt? Oh nein. Oh, ich kann von der Seite nicht rein. Okay, ist egal. Die Rätsel sind hoffentlich gelöst. Weil dann kommen wir relativ schnell wieder dahin, wo wir waren. Ah ja, genau, das war nervig. Okay. Was jetzt? Ach so, warte mal, hier war ich noch, ne? Das Regal war's, ja. Okay, wo ist er? Was jetzt? Hmm.
Ja, was denn wirklich jetzt? Gib mir mal einen Tipp. Wo habe ich das Ding hingelegt? Ey, hast du zufällig hier irgendwo eine Ananas gesehen? Das ist der Tipp, nach dem ich gesucht habe. Wunderbar. Beim Posterraum ist ein Loch im Boden, also eine helle Platte. Ah, du hast recht. Die Platte sieht komisch aus, ne? Soll ich da mal stampfen? Aha! Dankeschön für den Tipp. Autsch. Ah, die Ananas. Perfekt. Weil jetzt können wir uns Yoshi holen. Und Yoshi kann wahrscheinlich Geister essen. Ich glaube, Yoshi kann so ziemlich alles essen. Was nicht stachelig ist. Geister sind nicht stachelig. Außer Stachelgeister. Das geht. Kann Yoshi eine Stampfattacke? Ja. Oh, ach so. Hä? Ich kann auf einmal auf Geister draufspringen? Seit wann? Na gut. Ah, ich kann mit Yoshi keine Türen durchschreiten. Hm. Ah ja, genau. Muss ich gar nicht. Gut. Na, was war denn das? Okay. Köstliche Geister, dann ist es hier gleich ganz anders. Ah, Eckmünze. Ich hatte vorher schon, glaube ich, eine Idee, wo ich hin muss. Ich kann mich nur nicht mehr genau erinnern, wo das war. Hier schon viele Möglichkeiten. Da muss ich einfach mal raten, dann stampfen wir uns mal durch die verschiedenen Löcher. Okay, ich schätze mal, hier bin ich falsch. Oh, ist unter dem Tisch ein Geheimgang? Oh, tatsächlich. Ey, hast du den Verstand verloren? Du kannst doch nicht einfach in mein Zimmer platzen, da hat sie recht. Das tut man doch nicht hinaus, aber flott. Ja, ich gehe ja eh schon. Ich weiß eh nicht, was ich hier eigentlich... Ich habe hier eh nichts zu suchen. Ich weiß nur nicht mehr, wo das Loch ist. Hilfe, Yoshi. Du musst unten bleiben, nicht wieder hoch. Yoshi, du machst mich fix und fertig. Wo ist denn das Loch in der Decke? Da kommen wir, glaube ich, nicht hoch mit Yoshi. Auch nicht schlecht. Genau, Ananas gibt's hier zumindest, aber... Okay, gut. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo weiterkommen. Yoshi kann wirklich nicht durch Türen gehen? Scheinbar wirklich nicht. Das ist problematisch, weil ich weiß jetzt nicht, wie wir hier irgendwie und nicht mehr oben durch das Loch und so. Hilfe! Yoshi, was machen wir denn jetzt? Ich kann ja nicht ohne dich gehen, oder? Das war gerade ein seltsam hoher Sprung. Ich glaube, wir kommen doch durch die Decke. Müsste nur gut zielen. Ja, das funktioniert. Okay, anscheinend macht Yoshi unter den Löchern irgendwelche super, mega, super duper Sprünge oder so. Na gut.
Gut zu wissen. Mein Gott, ist das mal ein aufwendiger Stern hier. Ach so. Okay, da haben wir noch eine Möglichkeit. Da hauen wir mal uns durch die Decke. Ah, das ist der Ananassuche-Zimmerkerl, ne? Da stimmt doch was mit den Soundeffekten nicht, wenn er das macht, oder? Das ist doch keine Absicht. Das finde ich aber echt überfragt. Ah, da waren wir noch nicht. Okay. Dann schauen wir mal nach. Aha. Das war jetzt aber ganz schön knifflig. Finde ich ja eigentlich cool. Ist mal was anderes. Ist abwechslungsreich. Das hat ja fast schon so Mini-Adventure-Züge.